du sagst, wenn du sagst, ich bin ein geiles Ruder, wie reagieren die Männer dann darauf? Na, die finden das geil, oder nicht? Weiß ich nicht. Also, die finden das geil und ich sag mal so, wie es ist. Also, ich meine, ich finde Sex einfach schön. Und ich meine, vielleicht bin ich sogar leicht informal veranlagt. Und von daher ist die Lage nur noch niemand dabei weh, oder? Und mir tut auch keiner dabei weh. Wie findest du denn, wie findest du Frauen oder auch Männer, die dieses Hobby zum Beruf machen? Die sagen, also Pornodarsteller, Prostitution, irgendwie diese Art. Ja, finde ich voll gut ab. Habe ich auch vollsten Respekt davor. Aber ich denke, ich möchte irgendwann eine Familie haben und irgendwann wahrscheinlich auch mal Kinder. Und ich habe keine Lust, dass mein eigenes Kind irgendwann vielleicht mal sieht, ja, du, ich habe die Mama, aber nicht mit meinem Papa am Pocken gesehen oder so. Okay, also deswegen lehnst du es ab, ja? Ja, also finde ich auch ein Stück weit billig, aber das kann man ja jetzt auch anders aussehen. Nun, Stichwort billig, das passt ganz gut, denn mein nächster Gast Mandy sagt ganz klar, für sie sind Luder, ganz allgemein, und da fällst du aber auch in dem Fall mit rein, würde Mandy sagen, super billig. Jawohl. Herzlich willkommen, Mandy. Bis zum Hals anziehen, oder? Ja, hab ich aber nicht. Ich zieh mich aber sonst halt so auch sexy an, aber bin ich billig. Guck dich mal an. Ja, und dein Ausschnitt hängt auch. Ich kann auch bis Hollywood gucken, aber stört mich nicht. Aber guck mal, was du genau anhast. Ja. Ja, ist gut. Ich hab schöne Brüste. Ja. Ich gehe ganz offen damit um, ich stehe auf One-Night-Stands, ich möchte wechselnde Partner, viel Sex mit unterschiedlichen Männern. Auch im Internet bezeichne ich mich selber eben als, ich zitiere das nochmal, geiles Luder. Wie findest du das, wenn jemand sich so gebärdet? Ja, ich finde es einfach billig, mehr wie das, weil ich verstehe nicht, wie man sich vom Niveau her so runtersetzen kann. Und ich meine, was machst du beruflich? Wo ist denn da das Niveau? Was machst du beruflich? Ich bin Verkäuferin. Ja, weil, Entschuldigung, aber wenn du jetzt vielleicht eventuell mal ein bisschen höher was Besseres als Verkäuferin lernen willst, ich will nicht sagen, dass Verkäuferin schlecht ist. Und Köchin, bitte. Nein, aber höher. Stell dir mal vor, du hast in einer Disco mal mit deinem Arbeitskollegen oder so, ja, und den hast du dann da und nachher dein Level, weißt du, das bleibt irgendwo. Wo ist denn da das Level? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, aber deswegen heißt es doch nicht, dass ich dann über ihm stehe, oder? Nee, du stehst nicht über ihm, im Gegenteil. Weil er nur meinen Körper kennt, heißt das, dass er dann nicht mehr über, oder ich über ihm stehen kann? Nein, aber ja, oder wenn du mit ihm gepoppt hast, so, ja? Ja, dann kann ich ihn immer noch in die Augen gucken und sagen, hey, ich hatte dich mal im Bett. Ja, findest du das nicht peinlich, wenn du das Film auch mal erzählt wird? Ja, kann er doch erzählen. Ja, dann natürlich, dann hast du halt so einen kleinen Lulli, Mann, oh ja. Da war eine Wortmeldung. Magst du einmal aufstehen? Also das, was ich dich fragen möchte, so, also diese nette junge Dame auf der rechten Seite ist ja durch die andere Tür gekommen, ne? Du aber machst hier einen auf, it's all about the money, baby, weißt du, weil es ist ja Geld, ey, verstehst du, deswegen sitzt du auch da mit deinen Klamotten, so wie du da sitzt und stehst dann genau vor dieser komischen Wand da und machst dich hier einen auf sexy, ey, wir sind hier nicht in Amerika, was geht mit dir ab, ey, verstehst du, und vor allem das Ding, du erzählst... mit deinen Kindern und irgendwas, überleg doch mal, ey, das wird doch aufgezeichnet, oder nicht? Was erwartest du denn, was können deine Kinder von dir erwarten, wenn du jetzt hier da sitzt mit den Klamotten, wie du so sitzt und machst hier einfach, ich brauch Geld, sozusagen, ich bin auch im Internet, ja, aber was machst du denn damit? Also du sagst, die Vorbildfunktion in dem Fall ist völlig erloschen, Eine ganz ehrlich, also eine Frage mit der Bitte um ehrliche Antwort. Ja, natürlich, gerne. Wenn du sie in der Disco kennenlernst. Ja, nein, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wir haben
Also ich würde auch gerne. Ja, geh mal nach Hause, lass mir mal die Windeln umziehen. Ja. Franzi, Mandy. Ich würde auch gerne was zu der ersten wissen. Ja, genau. Also ich finde erstmal so vorsätzlich Untreue schon mal total daneben. Ja. Und dann würde ich gerne wissen, ob du Kondome benutzt. Ja, natürlich. Danke, weil das ist. Okay, jetzt hast du es mal wieder auf die seriöse Beine gelegt. Direkt sagen, da hast du mich natürlich gerade eines Besseren belehrt. Die Frage hätte ich schon lange stellen müssen, denn das ist natürlich ein irre wichtiger Punkt. Also wenn jemand so freizügig lebt, stellt sich diese Frage einfach, schützt du dich, schützt du die Partner, mit denen du schläfst? Ja, natürlich. Also da würdest du auch keine Ausnahme machen? Nein. Okay, na gut, das finde ich sehr, sehr wichtig und ich bin auch froh, dass der Punkt angesprochen wurde, weil ich das versäumt habe, hätte ich noch gemacht. Ja, ich möchte gerne meinen nächsten Gast dazu holen, das ist Romina. Und ich sage dir jetzt mal eins, wenn du, Franzi, denkst, du bist ein Luder. Wenn du denkst, du schläfst gerne mit unterschiedlichen Männern, dann zieh dich warm an. Denn Romina ist, ich möchte sagen, Profi auf voller Ebene. Warum, willst du uns sagen? Romina! Mit meiner Ankündigung hätte man erwartet, dass du in Strapsen aufmarschierst. Und jetzt sitzt du hier in so einem unschuldigen Weiß, ein bisschen rosa, ja, ein bisschen Kette und so. Aber du bist schon ein ziemliches Luder, oder? Eigentlich schon, ja. Was ich finde das eigentlich voll okay, was du machst. Sie kostet die Zeit aus, die sie hat. Was machst du denn? Ich bin Pornodarstellerin. Seit fast 3 Jahren jetzt. Seit 3 Jahren? Wie viele Filme hast du ungefähr in dieser Zeit produziert? 200, 250? 10, ja. 250 Filme. Das Geld reicht schon. Das Geld, aber hast du nur um geile Klamotten zu haben? Also meinst du, das kannst du auch anders haben? Ich hätte auch bestimmt ein bisschen Spaß, aber glaub mal, ja. Romina, wie bist denn du zu diesem doch sehr außergewöhnlichen Job gekommen? Durch eine Freundin. Sie hat einen Freund, der ist auch Dascha schon eine ganze Weile. Und ja, hat angefangen mit Fotoshootings. Und hat sie mich gefragt, ob ich mal eine Szene machen möchte. Dann bin ich halt wieder reingerutscht. Eine Szene machen heißt dann einmal mit Sex und... Also eine Dreiviertelstunde halt. Das ist eine Szene? Das ist eine Szene, ja. Eine Szene? Eine Dreiviertelstunde? Ja. Wie viele Szenen hatten so ein Film? Das sind mehrere Szenen halt, mit anderen Darstellern noch, wird zusammengestellt als ein Film. Gibt es 2 Szenen? Mein Sprit, du willst doch, wie lange sowas dauern kann, bis er wieder kann. Vielleicht nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange eine Szene ist und ich weiß auch nicht, wie viele Szenen in so ein Porno gehören. Ich weiß, wie viele Szenen wir hier in der Sendung haben. Aber das ist ja alles das Gleiche. Okay, Romina, sag mal, wenn du 200 bis 250 Filme schon gedreht hast, ja, kannst du noch rechnen, mit wie vielen Männern du schon Verkehr hattest? Privat jetzt oder insgesamt? Insgesamt? Ne, eine Menge. Ungefähr? Mit wie vielen Männern schläft man pro Porno-Dreh? Ist auch unterschiedlich. Eine erste normale Szene ist halt mit einem Mann, gibt halt auch Gangbangs, also ein Gangbang heißt... Ich weiß, was ein Gangbang ist, ganz ehrlich. Also, ich habe schon von sowas gehört. Ja. Okay, aber jetzt mal Tacheles, wie viel ungefähr, pro, nur mal so grober Schnitt, wie viele Männer hat man pro Film? Wie viel hast du in deinem Leben schon gehabt, mit dem du Sex hattest? Ganz ungefähr. Also insgesamt so 150, stimmt schon. 150? Ja. Ich erscheine gerade wenig in der Betracht dessen, dass du sagst, du hast schon 250 Filme gemacht. Es sind ja immer die gleichen Darsteller. Das wiederholt sich ja immer alles. Ach so. Ach so, das. Ja. Wer geht der damit um? Ja. Er ist auch Darsteller. Wie heißt die? Okay, aber das ist für mich einfach nur für die letzten normalen Menschen. Was heißt normal? Also einen, der das nicht macht, kenne, würdest du für ihn, wenn du ihn wirklich über alles liebst, diesen Beruf aufgeben? Nee. Also ich spiele jetzt ab sofort mit offenen Karten. Ich habe eine Beziehung gehabt, die ging 4 Jahre, die habe ich verheimlicht und die ist deswegen geendet. Aber wie geht das, Romina, wie funktioniert das? Also man ist, ich komme gleich nochmal zu dir. Man ist liiert, man liebt, hast du den geliebt? Ja. Wie trennt man denn diesen beruflichen Sex, dieses berufliche Ludersein, von der privaten Liebe zu jemandem und dann einfach zärtlich sein wollen oder auch mit privaten, da spielen Gefühle mit. Im Beruf, also von der Kamera, ist das eigentlich eine Show. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
Aber ich meine, dem hast du 4 Jahre lang nicht gesagt, was du machst. Ja, mit einem schlechten Gewissen, aber. Aber ich meine, der weiß ja das inzwischen. Ja, klar. Wie hat denn der reagiert? Ja, Schluss gemacht. Oh, Entschuldigung, ich kann es ein bisschen verstehen. Also, ja. Es tut mir zwar leid für dich, aber das ist natürlich echt heftig. Der andere Haber mit einem Mal fremdgehen und der hört, dass du mit 150 Männern geschlafen hast in der Zeit, ja? Ja, das ist aber solide, ne? Ja. Mit dem, und jetzt bist du ja mit einem zusammen, der das, die Branche auch macht. Ja, er ist Obdarsteller. Ach, dein Freund jetzt? Ja. Das heißt also, ihr schlaft die ganze Zeit immer mit anderen Menschen. Wie ist denn dann der Sex, wenn ihr den macht? Na, viel intensiver, gefühlsvoller, das Kuscheln, weil da muss ich mir nicht sagen, jetzt machst du die Stellung, jetzt machst du die Stellung. Da sind wir intimer, das ist was ganz anderes. Also ich, weißt du, man stellt sich immer vor, wenn jemand so Profi, naja, Profi-Darsteller ist in solchen Sachen, dann ist es schwer vorzustellen, dass ihr so ganz normal wie Otto Normalo eben Sex macht, ja. Sondern man denkt immer, gerade wenn der Partner auch noch Darsteller ist, dass bei euch echt immer so richtig der Show-Act abgeht. Nee, ja nicht. Gar nicht. Das ist alles Arbeit und was privat zu Hause abläuft, ist ganz normal. Und Eifersucht habt ihr gar nicht? Nee. Stört dich nicht die Tatsache, dass auch dein Freund mit anderen Frauen schläft? Nee, wisst ihr mir, das ist schon Abwechslung genug jetzt eigentlich und dadurch ist das in der Beziehung eigentlich ganz frisch. Also noch nicht, das als Beruf. Das kann unter dann fremd gehen. Also das ist ein spannendes Thema, du magst, die Fragen kommen immer mehr hier und so weiter, aber ich will meine Gäste natürlich auch noch haben, von Mirko, der ganz klar sagt, also Luder sind für ihn gar nichts. Und mit Verlaub, Mädels, verzeiht es mir bitte, aber ihr beiden fallt genau in diese Luder-Kategorie aus Mirkos Sicht. Herzlich willkommen. Was hältst du denn so von Huren, Pornodarstellerinnen oder die gemilderte Form, nehmen wir jetzt mal von Megaludern? Also Luder generell gehören einfach nicht ins Fernsehen, die gehören irgendwie bloß wohin, weil ihr einfach billig seid. In meinen Augen auch dreckig, anbiedernd. Und das sind Schlagworte, die ich bewusst nehme, weil in meinem Berufsumfeld habe ich leider auch mit solchen Frauen wie mit euch zu tun, was mich ein bisschen ankotzt. Was sind die Männer, die jetzt die meisten Pornos gucken? Nee, ja, nicht? Gerade solche Männer wie du und ihre beiden Moralapostel da hinten eben, gerade hießen das, die sich das heimisch reinziehen. Weil die Pornobranche ist die einzige Branche, die seit Jahrzehnten am Boomen ist, trotz Rezession am Boomen. Und warum? Weil fast alle Männer sowas gucken, auf sowas stehen. Und ihr seid die heimlichen, nämlich die heimlichen Gucker, mein Freund. So sieht's aus. Moment. Ist ja ein netter Kerl und seine Sprüche sind ja auch recht flockig und locker. Ich hab ihn auch ganz lieb. Find ja auch geil, dass du Sex haben kannst und Ende, dass dir der Ständer niemals abbricht. Find ja auch geil, dass du Sex haben kannst und Ende, dass dir der Ständer niemals abbricht. Super. Das Fakt ist, dass du... Moment. Respekt ist, wenn man einen anderen ausreden lässt, was du anscheinend im Big Brother vielleicht auch gar nicht gelernt hast. Ich weiß nicht. Das heißt doch nicht, dass ich keinen Respekt vor sie habe. Pass mal auf, jetzt kommt mein nächster Gast. Und das Komische ist, jeder unterscheidet ja so. Die Pornodarsteller möchten nicht mit Prostituierten verglichen werden. Luder im Allgemeinen finden das ganz blöd, wenn sie überhaupt in diese Kategorie geschoben werden. Aber es fehlt einfach noch genau eine Sparte. Das ist eben die Prostituierte. Die kommt jetzt, die heißt Jana und auf die freue ich mich. Herzlich willkommen. Ja, was denn? Die Zeit rennt, die ist schon nicht mehr vorbei. Warum bist du denn so aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt. Du machst mich so scharf, dass ich hier glatt neben dir sitzen bleiben möchte. Ja, aber du anscheinend, du machst es ja eh nur für Geld oder so. Aber ich habe keine... Leute, ich habe mein Geld noch nicht bekommen, um diese Frau zu bezahlen. Die könntest du gar nicht bezahlen. Ich auch gar nicht. Ich versuche das weglos. Was ist denn das? Jana, ich höre dich so schlecht. Können wir entweder Janas Ton ein bisschen hochpegeln, beziehungsweise bitte ein bisschen lauter zu reden, weil ich... Sekunde bitte. Jana, du bist Prostituierte, du arbeitest hier in Hamburg. Ich arbeite in Hamburg, Geisthaus. Also, ich muss fairerweise sagen, ich habe seitlich Gelächter heute schon in der Konferenz gesagt. Ich arbeite in Hamburg. Was ist denn bitte das Geisthaus? Das Geisthaus, das ist ein Bordell und da arbeiten
Falls die Frauen? Ja, aber bei Geizhaus, da kommen mir die wildesten Gedanken. Das klingt für mich, als würde man für wenig Geld viel und häufig Sex haben können. Ja, viel ist es nicht. Ist aber, ein Discount-Puff eigentlich. Das ist Discount-Puff. Das heißt das auch nicht, dass man irgendwie auf diesem billigen Niveau bleibt. Also man zahlt weniger. Aber was man bekommt, es bleibt dann genauso schön, wie man sich schon prostituiert, ja. Ich denke, ich will das gar nicht jetzt ganz allgemein verteufeln, weil ich denke, das ist auch ein Job, viele mögen den vielleicht sogar gerne machen. Aber wenn man sich schon prostituiert, dann doch aber nicht auf Discount-Ebene, oder? Dann macht man das doch in der Hoffnung, wenigstens gutes Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, oder nicht? Man verdient auch gutes Geld. Über die Menge? Das geht nicht um die Menge, das geht auch, das, was man dann hat, das verdient man auch. Nein, aber ich verstehe Sie. Also das ganz allgemeine Marktprinzip ist ja, entweder man verdient viel Geld, weil man teure Sachen verkauft und dann nur wenig davon, aber die bringen halt was, oder man verdient viel Geld, weil man viel billige Sachen verkauft. Das kommt zwar ein bisschen mehr, aber wir reden nicht mehr billig, wir reden nur einfach, dass man, ist es auch billig, ist es nicht immer billig, was man da sagt, billig ist. Günstig. Entschuldigung. Ja. Günstig. Aber günstig heißt, man kann mit dir für Kleingeld schlafen. Fritz, wir leben in einer Gesellschaft, wo es heißt, Geld zu bezahlen. Aber ich habe wenigstens Spaß dabei, zum Beispiel. Ja, dann würde ich auch... Ja, aber das heißt, ja, nee, aber das will ich anders. Ich suche mir die Männer aus, die mit in mein Geld gehen. Das macht einen großen Unterschied. Ja. Also, fühlst du dich wohl? Aber für irgendeinen Assi, verstehst du? Kriegt wenigstens das dafür. Weißt du was, mit dir redest du gar nicht, ich fass da gar keine an, Mann. Ja, oh. Ich könnte, wenn ich wollte, bestimmt mehr Männer abschleppen. Oh. Das wenn das oh. Betriebsleitung Geizhaus, mein Name ist Monika. Hallo. Das ist eine der Damen des Hauses. Hm. Wie ist das Prinzip da im Geizhaus? Geiz ist geil. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wir haben sehr viele Gäste, die sehr gerne kommen. Die Damen sind immer sehr menschlich, sehr freundlich. Und auch attraktiv. Sie sieht ja super aus. Und sehr attraktiv. Sie sind nur eine von unseren Damen. Sie sind im Schnitt 15 bis 25 Damen anwesend, die alle so perfekt ausschauen. Und aber Monika, verstehst du, also als Frau, mein Einwand, wenn ich sage, wenn man sich prostituiert, dann doch eigentlich auch mit der Idee, dass man wenigstens viel Geld dafür kriegt. Die Damen sind mit dem, was sie verdienen, schätze ich mal, sehr zufrieden. Sonst wären sie nicht bei uns. Und das nicht mal auf lange Sicht. Jana zum Beispiel ist über 3 Jahre bei uns. Darf ich dich mal fragen, was du so im Schnitt verdienst? Ganz grob. Darfst du nicht, habt ihr eine Absprache, ja? Darfst du nicht sagen. Okay, dann ist aber spannend, ja? Nur andererseits ist es auch gefährlich. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, wenn ich Pornodarsteller oder auch Prostituierte nach ihren Gagen frage und die sind zu attraktiv, die Gagen, dann wiederum kommt auch gleich eine Zwickmühle, weil ich möchte ganz ehrlich sagen, ich finde es okay und wunderbar, dass ihr den Job macht. Und ich finde auch, man soll keiner Doppelmoral frönen. Ja? Nur für die Mädels, die noch nicht so erwachsen sind, noch nicht so frei entscheiden. Wenn die das dann hören, die lassen sich unter Umständen in eine Richtung ziehen, die ich nicht gut finde. Also ich, nicht, wenn man jung ist. Wenn man sich mit 20 dazu entschließt, okay. Aber nicht, wenn man... Da ist auch die Generation mit dran schuld. Was ist denn mit der ganzen Armut? Letzten Endes, wenn jemand was werden will, und greift er zu solchen Mitteln, weil das Geld sorgt. Ist doch so. Ich kann die Leute doch verstehen. Was ist denn los mit euch? Ja, lieber Hartz IV gehen und alles bezahlen, also 5000 Kinder in die Welt setzen, oder was? Jetzt habe ich auch nicht gedacht, dass du bei Hartz IV bist, aber so sieht's aus heute. Ist doch wahr? Guckst du dir alle an, kriegen alle Kinder, damit sie finanziert werden. Also das ist der falsche Bild. Franzi, ich lade dich auf jeden Fall nochmal als Talkgast für eine andere Sendung ein, weil das ist, haben wir oft das Thema, ja, gerade neulich wieder gehabt. Ja. Um nochmal kurz anzuführen, unser Konzept stimmt aus dem Grund, die Wirtschaftslage hat sich in Deutschland allgemein verändert, in ganz Europa. Wir haben ein Konzept erfasst, das mit 38,50 Euro genau das erfasst, was ein Mann gerne möchte. Das ist der Preis. Das ist einmal 38 Euro. Stimmt das, dass es Stoßzeiten bei euch gibt, 17 ja. Uhr, da gibt es Rabatt? Nein, das stimmt jetzt nicht. Magst du diesen Job, den du machst? Ja, sonst hätte ich das nicht ausgewählt. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich glaube, jeder Mensch sucht für sich das, was er am besten kann, und ich mag gerne die Männer verführen. Okay, nun haben wir Monika gerade schon kennengelernt, jetzt wollen wir aber auch das männliche Pendant dazu kennenlernen. Einige von Ihnen haben sicherlich schon mal was über ihn gehört, ihn vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen. Er heißt
Bert, er ist ausgesprochen auffallend, ja, oder auffällig. Er ist eine männliche Puffmutter, darf man das so sagen, also Bordellbesitzer. Und er ist sicherlich eine sehr schillernde Persönlichkeit. Herzlich willkommen, hier ist Bert. Wahnsinnig unhöflich, ein Versehen. Er hat natürlich seine bezaubernde Adriana mitgebracht, ja. Hallo ihr beiden. Hallo. Und wie heißt der Fifi? Iman, wie David Bowies Frau, ja? Richtig. Oh, die Ähnlichkeit ist nicht verblüffend, aber naja. Sag mal, bist du bei ihm angestellt oder lebt ihr zusammen? Oder? Nein, sie ist seit 4 Monaten tätig in meinem Betrieb. Okay, das ist, ich glaube, sie spricht nicht so gut Deutsch, oder? Ist sie eine so Durchschnittsfrau bei dir im Bordell? Sehen die alle so gut aus? Ich habe das gleich ja jetzt, okay? Betz, seit wann machst du diesen Job? Ja, 30 Jahre ungefähr. Wow, und immer in Düsseldorf bist du, glaube ich, ne? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist gut, ich will es abkürzen. Ich war als Friseur tätig. Beim Obermeister hatte dort damals, zu damaliger Zeit, die Unterwelt als Kundschaft, konnte so in diese Milieu reinschauen und fand das ziemlich schmuddelig und abgezockt und hatte dann die Möglichkeit, durch eine Location, die ich dann bekam, gegangen war, einen eigenen Club zu machen. Und so hat es angefangen. Und ich weiß, wie es ungefähr bei dir im Bordell aussieht. Ich habe über dein Bordell nämlich auch schon mal eine Reportage gesehen, zufälligerweise. Und ich glaube, es ist bei euch relativ familiär, oder? Ja. In jedem Fall doch, wir kümmern uns, wir haben uns also ein Konzept, wo wir nicht nur die Frauen ausbeuten. Du musst du selber lachen, ne? Ja, ja. Nein, das ist Blödsinn, ja. Nein, die Menschen sollen sich ja wohlfühlen. Die müssen ja eine schwierige Arbeit machen, die Frauen. Sprich die Frauen. Ich glaube, ein harter Job, ne? Ja. So, wie viele Männer müssen die denn pro Tag so bedienen? Ach, das kann man nicht sagen. Bei uns ist das nicht so. Unsere Zielgruppe, die kommt erstmal zur Unterhaltung oder werden sie eben auch. Aus verschiedenen Wegen, aber bei uns geht es nicht so rein und jetzt ein Mädchen aussuchen und. Wenn du das hörst, ihr Geizhaus, das Prinzip, ja, also richtig Discount-Puff. Nee, das ist bei mir überhaupt nicht, ja, weil wir sind ja auch mit der teuerste Laden in Deutschland. Was kostet das denn so bei euch? So 300 Euro muss man schon. Und dann hat man, was macht man dann, Geschlechtsverkehr mit einer Frau? Da ist das, da ist natürlich Verkehr und Französisch auch beinhaltet das auch. Mhm. Also aber das ist so mehr oder minder das Komplettpaket im Normalbereich. Ja, und im Badewannenspaß, ja. Und hygienisch, ist es bei euch sauber? Das wird ja immer neu, das ist ja, sind ja keine Whirlpools. Die, ja. Die machen so, die sind so keimträchtig, ne? Ja, ja, deshalb werden die Badewanne immer neu eingelassen. Mhm. Okay. Wir haben, also wie schon gesagt, ich habe schon mal eine Reportage bei euch gesehen, trotzdem ist unser Team ja auch nochmal bei euch vor Ort gewesen und wir haben gefilmt bei euch, wir gucken uns das mal an, wie das Ganze aussieht und ich glaube, da sind einige Zuschauer bestimmt sehr gespannt. Ich darf erstmal sagen, dass ich es ganz toll finde, deine Sendung seid ihr bei so einer sexy Frau. Oh, danke. Eine Sache der Interpretation, wie man das, Luder sind ja nicht unbedingt, Luder müssen ja nicht unbedingt reduziert werden auf ein Sexobjekt, ja. Okay, darüber reden wir gleich noch. Was macht eigentlich ein richtiges Luder aus? David, wir haben mich gerade auf das schönste Thema zurückgeführt. Bevor wir darüber sprechen, gucken wir mal kurz, wie es in seinem Düsseldorfer Bordell abgeht. Bitteschön. Come on now, everybody calls me Superman. Meine Mädels und ich, wir sind ein super Team. Ja, meine Mädels lieben nicht nur mich, sondern auch meine Stiefel. Ja, für jedes Girl brauche ich ein anderes Outfit. Ich bin wert das männliche Luder. Ich liebe meine Mädchen. Ich bin ein Mensch mit vielen Facetten. Tried. Ich bin der Superfilm, weil ich das Zeug dafür habe. Okay.
ich bin ein männliches Luder, hast du gerade gesagt. Also du hast es vor dem kleinen Einspieler nochmal gerade angedeutet. Was macht denn für dich jetzt ein Luder aus? Das ist erstmal an sich schon mal sehr frei. Ja, und wenn ich es auf mich beziehe, ich lebe nicht in der Beziehung gegenwärtig, also mache ich, was ich möchte. Mhm. Und ich denke, das Verletzen stört niemand, sollte niemand stören, weil ich verletze niemand. Und warum nicht? Aber ist das dann, also worüber definiert sich dieses Luder-Sein? Darüber, dass man wechselnde Geschlechtspartner hat? Also so, wie wir das ja unter anderem bei Franzi jetzt gehört haben? Das wollte ich auch mal was dazu sagen. Bei Männern, da wird immer gesagt, oh ja, wir sind die geilsten Stecher, aber wir kriegen jede und schon 300 Weiber gehabt und so, ne? Mhm. Und bei Frauen wird dann, das ist eine Bitch und so, die wird gleich reduziert. Das finde ich ist ein absolut beschissenes Vorurteil und das ist einfach nur Kacke, so zu denken. Bei ihm ist es geil, weil er Schmuck hat und nicht nur deswegen, er ist ja auch was anderes noch, aber überhaupt jetzt. Jeder Mann, der sagt, ich habe schon so und so viele Frauen gehabt, der ist der tollste Stecher. Und eine Frau, wie ich dazu steht, ich liebe Sex, ich mache gern Sex und mit vielen verschiedenen, die wird dann reduziert. Das finde ich einfach nur schlecht. Einmal jetzt zu Franzi. Franzi, in meinen Augen bist du ein billiges Flittchen. Ehrlich. Schlampe, ja? Das ist ja, das liegt unter Umständen dicht beieinander, unter Umständen aber auch nicht. Genau, sind es aber auch Welten, die dazwischen liegen. Mein nächster Gast sagt selber über sich, ich bin auf jeden Fall ein Luder. Aber weit entfernt davon, eine Schlampe zu sein. Sie heißt Irene, ich freue mich, dass sie mein Gast ist und heiße sie herzlich willkommen. Wunderbar. Ja. Vom Mikro einmal. Danke. Irene, ich habe gerade gesagt, du bezeichnest dich selber als Luder, aber bist auf jeden Fall nicht der Meinung, eine Schlampe zu sein. In erster Linie, ich arbeite nicht in irgendeinem Abschleppdienst wie Sie da vorne. In Abschleppdienst? Obwohl ich sag mal, es gibt Leute, die da fürs Geld arbeiten. In deinem Orange. Und es gibt ja auch Leute, die dann, was weiß ich, ich kann das einfach mir einfach nicht erklären, was du da machst. Kannst du dir nicht erklären? Ich will einfach nur Spaß haben, mein Leben genießen. Okay. Und pass mal auf, bevor irgendjemand dafür arbeitet und Geld verdient, ist er genauso Luder wie ich. Nur, dass er noch abgewichser ist, noch einen Zacken schärfer. Dann kannst und noch du einen dort Zacken als Aushilfe arbeiten. Geh du doch dahin, du kannst es nicht doch selber. Sie wird angegriffen, sehr massiv? Ja, ich meine, sie sieht ja auch nach nichts aus. Was ist denn der Herztragen oder was du da anhast? Ja, genau. Was ist das? Doppel D und da unten hast du 75 Grad. Ja, genau. Ich kann dir meinen Kopf da rein tun, dann wird wieder Oberzahl. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen bei dir. Beschreib mal ein bisschen dein Leben. Du gehst ja auch ganz gerne auf Partys. Ja. Ja? Gerne sogar. Du bist auch Luder, inwiefern? Insofern, ich feiere gerne. Also, für mich heißt Luder eigentlich Flittchen. Aber heutzutage ist das ja eigentlich nur kein Wort mehr. Man geht feiern, man unterhält sich gerne mit Leuten. Man, sag ich mal, feiert so richtig. Eben mit Alkohol, mit Freunden, mit Musik und sich austoben. Heutzutage heißt das dann Luder. Aber ich würde mich ja eher als Party Queen bezeichnen, weil ich gehe nicht weg, um ein Cola ausgegeben zu bekommen, um irgendwie für irgendwelche Dienste zu arbeiten. Gehst du auch mit Männern, die du kennenlernst, nachts auf der Piste? Ich muss ganz ehrlich sagen, Britt,
Erstens, das habe ich nicht nötig. Ich gehe nicht weg, um irgendwelche Kerle kennenzulernen. Vor allem nicht in der Diskothek, weil da lerne ich eigentlich nichts Vernünftiges. Okay. Ich habe gesagt, das Wort Luder wird eigentlich heutzutage total falsch verwendet. Irene, Sekunde. Ich glaube, du wirst nur fertig gemacht, weil das ist irgendwie dein Leben. Du hast gar nichts anderes. Die letzte, bei der ist das ganz okay, weil ich meine, sie hat sich ihr Leben aufgebaut. Sie arbeitet, sie hat einen vernünftigen Job. Moment, du mich so angreifst, wie ich habe nichts anderes. Was sag mal, was machst du denn? Du kennst mich doch gar nicht. Ja, aber wie du dich da gibst. Du kennst mich doch gar nicht. Ich meine, sie... Wie kannst du denn wissen, wie ich bin? Du hast doch gar nichts. Ja, wie du dich da gibst, ey. Und der, wie bitte? Das habe ich noch nicht einmal erwähnt. Nee, aber zur letzten würde ich sagen, die ist ganz okay und so. Ich meine, sie hat irgendwie ein Niveau, ein Level und macht nicht so eine Scheiße wie du. Und zu dir hier, Paris Hilton oder wie du auch heißt, bist du jetzt Prostituierte oder was bist du? Ich meine, Bert jetzt oder? Ja, die Blonde hier. Bordellbesitzer in Düsseldorf, mit wie vielen Frauen die dort arbeiten? Bordellbetreiber, ja. So je nach Messe arbeiten zwischen 60 und 80 Frauen in drei Betrieben. Und bin also auch, bin ja kein Zuhälter, ja. Ich vergebe mit ca. 40 Arbeitsplätze nebenbei. Man versteht dich leider sehr schlecht, weil ich gar nicht viel Ahnung was sagen muss, aber man kriegt nicht, was du von dir gibst. Das wäre sehr nett, wenn du noch ein bisschen lauter sprechen könntest. Das ist das, was ich mache beruflich, ja? Oder wo ich von leben. Okay, ja. Also was der Bert macht, ist Bordellbesitzer. Er hat gerade gesagt, er schafft Arbeitsplätze, er zwingt niemanden dazu, sondern er bietet Frauen, die Lust haben, in diesem Gewerbe tätig zu sein, eine Stelle an. So. Kann man auch genauso sehen, man kann es natürlich auch kritisch sehen. Mein nächster Gast, ich finde nämlich, jetzt haben wir immer so, bei Luna denkt man an eine Frau, oder? Ist eigentlich blöd, weil ich meine, das hast du vorhin auch schon gesagt, es ist unfair, weil es gibt natürlich auch die Männer und wenn die sich so benehmen, dann kann man sie auch als Luder bezeichnen. Das tut mein nächster Gast selbst von sich oder sagt er von sich. Er heißt Mario, sagt One-Night-Stands sind das absolute Nonplusultra und er ist das Luder par excellence. Herzlich willkommen, Mario. Zusammen. Hier ist erstmal eine Zweiklassengesellschaft von überhaupt Ludern. Einmal das dreckige Gewerbe und dann habe ich so ein bisschen was Gutes neben mir sitzen noch, dass wir die Klasse von den normalen Ludern, wie das auch in der Gesellschaft ziemlich die meisten normalen, die sind ja auch meistens Luder, da haben. Also es gibt eine Zweiklassengesellschaft bei den Ludern, habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall. Okay, also. Was also die billigen Luder, was sind das für dich? Das ist, muss nicht sein, das kann jeder insgeheim machen, aber nicht so raus. Also, als wenn man hier auf dem Jahrmarkt sind, muss nicht sein. Sind für dich auch Pornodarstellerinnen oder Huren, Luder? Das sind Huren, also unterste Kante und muss nicht unbedingt sein. Und also Jana zum Beispiel arbeitet in einem günstigen Puff. Ja, das ist ja noch billiger, wenn dann sollte man sich richtig als Edelhurerin verkaufen, ne? Man muss warum ja nicht. Weißt du das, dass ich das nicht will? Wieso bist du denn ein Luder? Ich bin Luder, weil ich erstens mal groß bin, gut aussehe, gut gebaut bin. Dann heißt es, alle großen, gut aussehenden Menschen sind Luder? Wie bitte? Alle großen, gut aussehenden Menschen sind Luder? Nein, das will ich nicht behaupten, aber wenn man in der Diskothek steht und die halbe Diskothek nach einem ist schon ein gewisses Ludermaß. Hast du denn, wenn schon alle gucken, hast du denn noch viele One-Night-Stands? Habe ich auch durchaus, ja. Ja? Die müssen auch so passieren. Was denn? Was unterscheidet dich dann von ihr? Warum machst du die denn so runter? Das ist doch nicht das Gleiche. Du bist das Männliche, du bist das billig. Du bist doch genauso billig, weil du auch One-Night-Stands hast, oder nicht? Ja klar, logisch bist du dann genauso billig. Moment mal, ich kenne den Mario auch, um fünf Ecken, er ist auf dem Boden. Moment, lass einfach mal ausreden, sonst rasiere ich dir die ganzen letzten Haare auch noch vom Kopf. Ja. Das merkt man ja, wie das in den Spanner abging. Guck mal, hier, aber hier nichts, aber ist egal. Nochmal zu Mario, er hat schon
hohes Niveau, weil er sich auf eine billige Art nicht anbiedert. Er ist auch ein gern gesehener Gast bei verschiedenen Pressepartys und Events, weil er auch nicht nur durch sein permanent relativ gutes Aussehen er hat, er ist durchtrainiert ohne Ende, das bist du auch, ja, ich weiß. Ja, aber er bietet sich an auf Niveau. Das heißt nicht, dass er sagt... Aber er bietet sich an. Ja, er bietet sich an. Aber das ist... Es gibt ja verschiedene... Ist nach dem Prinzip? Es ist die Prinzip. Weiter diskutieren. Ich merke es ja, es kommt ja immer mehr hier in Fahrt, das Ganze. Leider, Frau Kalbers will ran, ja. Ich kann nichts dagegen tun, aber ich will der Kollegin jetzt auch ihren Platz wirklich gönnen. Ich würde wirklich gerne weiter mit euch quatschen. Vielleicht wiederholen wir diese Runde einfach irgendwann nochmal. Ich verabschiede mich jetzt also einmal von meinem Publikum, von euch, ihr wart super. Und von Ihnen,